Ja, guten Morgen, liebe Kai-Freunde. Heute ist ja ein super Wetter. Ich habe gesagt, dass ich einen Nachtrag mache zu dieser Teichheizung. Also ich hatte gestern tagsüber oder bis spät Nachmittag, abends die Heizung an und habe festgestellt, dass die Durchflussmenge 10.000 Liter einfach zu viel ist für die 3 kW. Also es ist immer noch ein Rechenbeispiel, schnell durchlaufen lassen, aber wie gesagt, ich habe jetzt eine 5.000 Liter Pumpe dran gemacht, die noch tiefer unten sitzt, das heißt praktisch 50 cm über dem Bodengrund. Und jetzt habe ich hier am Ausgang, will ich jetzt gerade mal messen, was mir die Temperatur anzeigt. Deswegen nehme ich gerade mal einen Eimer. Nehme jetzt hier das Wasser raus. Leg dieses Thermometer rein. Es ist jetzt nicht das fachmännische Thermometer, weil es ist ein Aquariumthermometer und das andere, das digitale, ist noch nicht da. Man kann vielleicht erkennen, dass es so 4 Grad, 4,5 Grad hat. Ich muss aufpassen, dass mir das Handy nicht reinfliegt hier. Also wie gesagt, ich habe hier 4 Grad drin. Kann man schlecht sehen. Aber wie gesagt, 4 Grad sind jetzt hier drin. In dem Wasser. Und jetzt gehe ich mal an den Teich. Und messe mal die Temperatur unten auf dem Bodengrund. Wie gesagt, bei einer Tiefe von 1,80 Meter. Hier glaube ich, ist es etwas weniger, sind es 1,70 Meter. Ich weiß, es ist nicht professionell, aber wie gesagt, das Digitalthermometer ist noch nicht da. Das hat dann eine Sonde von 2 Meter, also da komme ich auch bis auf den Bodengrund runter. Also ich freue mich schon mit den Gedanken an, dass dieser Heizer, solange wir irgendwo um die 3-4 Grad minus haben, nachts über, wohl durchläuft. Wenn man sich das mal ausrechnet, 1 kW 30 Cent, 3 kW rund 1 Euro, bei 10 Stunden sind das 10 Euro. Wenn man das mal auf den Monat rechnet, da sind das 300 Euro, falls er wirklich Tag und Nacht durchlaufen sollte, oder beziehungsweise jeden Tag 10 Stunden mindestens läuft. Hört sich viel an, letztendlich sind die Pumpen am Teich ja alle ausgeschaltet, die 220er und die 10er. Also das heißt, ich spare schon mal 400 Watt, 500 Watt lediglich an den Pumpen. Und wenn ich jetzt weitergehe und das Futter und was man jetzt nicht füttert und. Dann ist es natürlich, steht immer noch nicht in der Relation. Wie gesagt, ich kann nur jedem Teichbesitzer folgenden Rat geben. Plant bei eurem Teich. Also ob ich nochmal so eine Größe machen würde, weiß ich nicht. Letztendlich ist es eine Frage des Geldbeutels und des Management, wie Herr Kammerer immer sagt. Ich erwähne zwar immer Herr Kammerer, weil ich persönlich von den Menschen wirklich viel halte. Und auf diesem Wege, Herr Kammerer, sollten Sie irgendwie vielleicht mal zuhören oder das Video sich ansehen oder durch Bekannte. Also ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn Sie hier mal ein Video drehen wollen. Es ist natürlich auch, wie gesagt, viel improvisiert, aber da bin ich aber nicht der Einzige, der sich die volle Patrone leisten kann oder beziehungsweise aufstellen kann, aus was für Gründen auch immer. Es ist übrigens ein Karaschi-Koi von Ihnen hier drin, den ich damals gekauft habe im Kölle-Zoo. Und der hat sich wunderbar gemacht, genau die Versprechung, die Sie gesagt haben, der frisst den nächsten Tag aus der Hand, das ist auch völlig eingetroffen. Also der hat gut in anderthalb Jahren 15 cm noch zugelegt. Ich werde... Oder würde jeden Deichbesitzer, ich bin vom Thema abgekommen, jeden Deichbesitzer, egal jetzt auch
Goldfische kann man als seine Lieblinge ansehen, das hat ja nichts mit den Kois zu tun in dem Moment. Wirklich bei der Planung zu berücksichtigen. Der Platz, was brauche ich für meinen Filter? Was will ich annähernd für ein Filtersystem anschließen? Strom, die ganzen Zuleitungen, aber was das Allerwichtigste ist, wie isoliere ich meinen Teich? Wie gesagt, ich habe hier das Problem. Ja, also wie gesagt, all die Jahre ohne Heizung und die Fische sind auch nicht gestorben, aber wie gesagt, sie werden immer größer und und. Isoliert die Leitungen, die aus den Teich rauskommen. Plant Bypässe ein, wo ihr irgendwie bei ganz hohen Minusgraden oder was weiß ich auch immer, weil gegen Katastrophen ist keiner gefeit, auch wir hier nicht. Siehe Miami und Griechenland gibt es auch Schnee. Also plant wirklich ein, dass die Wärme, die praktisch im Teich noch vorhanden ist, dass er die gut nutzt, unten oder überhaupt, und nicht zusätzlich reintragen müsst. Weil ihr seht selber, was das für ein Aufwand ist, wenn man das wirklich betreiben will und so, dass man wirklich jetzt, sagen wir mal, nicht überempfindlich reagiert, dass man sagt, okay, die Fische sollen im Winter mindestens 15, 20 Grad haben, das geht einfach hier nicht. Also bei mir ja nicht. Und dass ihr die Filter isoliert, dass ihr, ja, wie gesagt, die Leitung isoliert, dass ihr den Frostschutz mitberechnet, was ist, wenn irgendwelche Sachen einfrieren, Rückläufe. Ein bekanntes Problem, was mir auch aufgefallen ist, habe ich gestern gerade mit einem Teichfreund, mit einem Bekannten gesprochen, der sagte mir, sein Filter läuft alles super, alles gut, oben nur eine kleine Eisschicht drauf, alles in Ordnung, aber meine Ablasshähne gefrieren ein. So. Und genau das gleiche ist bei mir auch. Ich habe ja diese Tonnen unten, diese kleinen Schieber, praktisch diese kleinen Wasserhähne. Das heißt, selbst wenn das Wasser drin warm ist, sind wir draußen, wo wir so 6, 7 Grad minus hatten, die Wasserhähne, weil sich das ja ausdehnt, hat es angefangen zu ripsen wohl in der Nacht und dann hat sich Eis gebildet. Das kann bis wirklich zum Platzen gehen. Das heißt praktisch, die Abflüsse, die Reinigungsabflüsse, die Reinigungsrohre, alles gucken, dass das gut isoliert ist. Und also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil eben wie Herr Kammerer sagt, haltet die Wärme, die im Teich ist, und man spart also unheimlich an den Kosten, um das, was verloren geht, wieder reinzutragen. Also da sollte sich jeder Koi-Besitzer oder Teichbauer oder was heißt Teichbauer, der sich mal noch einen Teich Koi-Teich anlegt oder auch einen Goldfischteich, wirklich gleich Gedanken machen, die Leitung eben wie gesagt gut zu isolieren. Vielleicht eine kleine Zusatzquelle, dass man in den Filter eine Heizung einlegt, provisorisch reinlegt. Das muss nicht in jeder Kammer sein, je nachdem wie auch die Durchflussmenge ist. Da macht das auch was aus, hat man bewegtes Helix drin, dann ist sowieso die Chance des Einfrierens noch gering. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt dieses Jahr mal erfahren, wie es ist, wenn wir mal allein von unserem verwöhnten Klima abkommen, wo wir vor 2 Jahren im Sommer 16 Grad, im Dezember 16 Grad hatten, was dann alles für Probleme auftreten können. Und das ist meistens wie eine Kettenreaktion, dass ein Problem das andere holt. Also Abflussleitungen isolieren, die Filter isolieren, Bewegung reinbringen, Sauerstoff reinbringen in die Filterkammern, außer natürlich in die Filterbürsten, dass das Wasser schon mal bewegt wird, dann kann man schon mal ein paar sehr kalte Tage oder kalte Tage überbrücken. Wie gesagt, ich meine, ich habe den Teich jetzt 4 Jahre schon einmal komplett umgebaut, von 90 cm eben auf die Tiefe runtergesetzt, auf 1,80 m. Und also viele Sachen würde ich beim nächsten Mal anders machen und besser machen, und ja, auch wenn man weiß, was es überhaupt wirklich an Technik gibt, auch mit Notausschalter, wo die Pumpen sofort ausschalten, wenn irgendein Wasserspiegel in ein Teichsystem oder in ein Teichfilter zu stark wird, sodass die Pumpe ausgeschalten wird und bei Absickern des Wassers halt wieder angeschalten wird. Ja, also das war mein Bericht heute. Wie gesagt, ich sage immer wieder, es ist eine Improvision, die wirklich nicht schön aussieht, aber wie gesagt, ich sehe jetzt erstmal den Nutzen.
vorderrangig und ich lege dann den Schlauch unten rein, um natürlich das angewärmte Wasser auch unten zu haben und nicht oben. Und dann will ich mal gucken, inwieweit ich da jetzt Erfolge erziele oder nicht. Und wie so immer oder wie es auch immer so ist, wird es vielleicht auch ein Teil sein, eventuell, was dann später irgendwo in irgendeiner Kammer, in irgendeinem Schuppen liegen wird, weil es einfach wahrscheinlich die Leistung nicht bringt, die man sich irgendwie erhofft. Wie gesagt, dadurch, dass der Teich ja frei liegt und die äußeren Wettereinflüsse wirklich hier ihr Spielchen treiben können. Ich hatte ja gesagt, ich lege das Thermometer in den Teich rein. Also wie gesagt, vorne hatten wir 4 Grad am Ausgang und jetzt haben wir hier, upsala, jetzt haben wir hier 2 Grad. Also das heißt, das Wasser wird um 2 Grad erwärmt. Natürlich dann mit jedem Mal, was das Wasser wärmer wird, allgemein erhöht sich dann auch die Wärme insgesamt. Also 4 Grad am Ausgang, 4 Grad am Ausgang, 2 Grad unten derzeit. Das Thermometer ist natürlich, wie gesagt, also das ist ja vage Schätzung, denke ich mal, aber ja. Lass es um 2 Grad sich verdollern, dann hat man immer noch irgendwo mal einen Anhaltspunkt. So ein bisschen. Also wie gesagt, es ist ein grüner Belag da. Das ist in ungefähr so 5 mm. Ringsrum, also stellenweise ist auch gar nichts. Ja, die Fische, die stehen unten ruhig drin. Und werden sich bestimmt freuen, wenn sie gleich ein bisschen wärmeres Wasser kriegen. Und wünsche somit allen Deich-Freunden noch einen schönen Sonntag, vielleicht beim Spaziergehen. Und ja, ich werde euch auf den Laufenden halten. Also bis dahin, tschüss.